2022 ist das wohl schwerste Jahr für Marianne und Michael Hartl. Die Volksmusikstars müssen einen Schicksalsschlag verkraften. Michael erleidet einen Schlaganfall. Sein Leben hängt am seidenen Faden. Noch heute treibt ihm die Erinnerung an die Unglücksnacht die Tränen in die Augen. Der Schlaganfall trifft ihn zum unpassendsten Zeitpunkt, denn eigentlich wollte das Paar den Menschen im Ukraine-Krieg helfen. Im Interview mit Bunte Live sagt der 74-Jährige: Mein Vater ist Ukrainer und dann habe ich gesagt, wir müssen irgendetwas unternehmen. Dann habe ich 5 Trucks organisiert mit medizinischen Geräten, mit schusssicheren Westen, mit allem, was Wasser, Essensdosen und so weiter, haben wir alles gehabt und haben das dann verpackt. In der Nacht vor der Abfahrt passiert mir der Schlaganfall. Ja, das war schwer für dich. Klar, wir wussten nicht, kannst du je wieder ein Auto fahren, kannst du je wieder schreiben, kannst du je wieder sprechen. Das waren ja alle diese Funktionen, waren ja nicht da. Von dem Schlaganfall hat sich Michael heute gut erholt. Doch in Zukunft will das Paar kürzer treten. Ich merke natürlich, wenn der Michael müde wird oder überanstrengt ist, dann geht es ihm nicht so gut. Und darum ist es unser wirklicher Kraftakt, jetzt aufzuhören. Nein, ich bin ja auch 63 Jahre auf der Bühne. Wir brauchen unsere Ruhe jetzt. Mir. Wir brauchen unser Leben noch, die goldenen Jahre. Und dann geht's uns gut. Weniger Stress, mehr Zeit füreinander. So stellen sich Marianne und Michael ihre Zukunft vor. Nach 50 gemeinsamen Jahren im Rampenlicht haben sie sich die Bühnenrente aber auch wirklich verdient.